Oh, es ist kurz nach Mitternacht. Naja, dann sage ich guten Morgen. Oder, liebe Leute, schlaft schön. Wie auch immer, wie komme ich auf dieses Video als Nachtrag zum Buch IQ ist nichts, Unbildung alles? Naja, Generation Me oder Generation Ich. Da sage ich bloß, dem klappernden Huf fehlt ein Nagel. Das ist ein altes spanisches Sprichwort, ich komme gleich drauf. Naja, man könnte auch sagen, nicht alle Tassen im Schrank. Wie komme ich drauf? Ganz einfach, ich hatte mir ein Video von Boris Reitschuster angehört, Generation Ich, was der Falschspiegel wirklich zeigt. Brauchte bloß nachzugucken, also ich gebe jetzt keine Links weiter an, lohnt sich nicht. Ja, er sprach mir aus der Seele. Allerdings, was mich ein bisschen ärgert, ärgert mittlerweile, obwohl ich schon oft merke, dass viele, viele, viele Gedanken übernommen werden, weshalb das alles so ist. Ich hatte heute wieder ein Gespräch mit einem guten Bekannten hier aus dem Dorf. Ja, wir sagten, ja, schade, es geht wirklich darum, um die Bildung. Beziehungsweise, Unbildung ist alles. Naja, lehnt euch mal zurück. Ich lese mal ganz kurz noch aus dem Buch vor und dann wird der Zusammenhang klarer. Nebenbei, ich zitiere es nochmal weiter, der Ausweg wurde uns durch die Renaissance gezeigt. Endlich wieder mehr und solide Bildung. Aber diesen Weg zu gehen, kostete die Menschheit damals mindestens 100 Jahre. Aua. Das fehlende Ansehen. Im Märchen Das Rumpelstilzchen fiel mir ein Satz auf, der mich seit Jahren auf das Ansehen aufmerksam machte. Und um sich ein Ansehen zu geben, ging er, der Müller, zum König und sprach: Meine Tochter kann Stroh zu Gold spinnen. Dieser Satz sagt uns, dass der König diesen Mann normalerweise nicht einmal angesehen, also beachtet hätte. Von einem König überhaupt angesehen zu werden, hatte wohl einen hohen Stellenwert. Nur damals. Und heute? Erinnern wir uns zuerst der Begriffe angesehener Mann, unansehnlich oder hoch angesehen. Wenn wir nach Worten ähnlicher Bedeutungen suchen, finden wir für angesehen Worte wie anerkannt, ehrwürdig, geachtet oder gar geehrt. Bis Anfang der 1970er Jahre genossen einfache Leute bei den Hochstehenden kaum Ansehen, außer sie hatten sich durch besondere Leistungen aus der Masse hervorgetan. Wenn dieses Hervortun aufgrund geistiger Leistungen geschah, ehrte man diese Menschen schon früh mit allerlei Titeln wie Doktor, Magister, Professor und so weiter. Das Ansehen, oft bereits von Geburt aus bestehender Höherstellung, wurde um Titel wie Geheimrat, Kommissar, Leutnant, Wohlgeboren und andere gehoben. Grundsätzlich war die Welt also aufgeteilt in hoch im Ansehen stehende, die aufgrund dessen auch eine mehr oder weniger große Macht hatten und das gemeine Volk, also in Herrschende und Beherrschte, und das schien oberflächlich betrachtet in Ordnung. Von Ausbeutung und Machtmissbrauch abgesehen, war es auch in Ordnung. Zumindest was das Ansehen aufgrund höherer Bildung betraf. Nebenbei, Schulen, in denen man zumindest das Lesen und Schreiben lernte, gab es schon vor 6000 Jahren. Und wer lesen und schreiben konnte, genoss damals schon hohes Ansehen. Erst recht, wenn er sich auch dadurch überhaupt erst fortbilden konnte. Kurze Anmerkung. Deswegen hatten wir auch in der soliden Schule schon vor, grundsätzlich erstmal das solide Lesen und Schreiben lernen den Kindern beizubringen, vom Rechnen mal abgesehen. Gut, weiter im Text. Solchen Menschen stand der Weg zu Ämtern und damit weiterem Ansehen offen. Was sich immer wieder durch die Zeit zog, war, dass man gern bestimmte Menschen höhere oder einfach nur Schulbildung verwehrte. Beispielsweise schlossen die Nazis gar die Juden Schritt für Schritt vom Schulbesuch aus. Warum wohl, wenn man an den Zusammenhang zwischen Wissen und Denken denkt?
Anmerkung: Wissen kombinieren ist das Denken. Habe ich kein Wissen, kann ich nicht richtig denken. Weiter. Auch zu diesem Thema kommen wir noch ausführlicher, zumal deutsche Juden damals durchschnittlich einen um 10 Punkte höheren IQ als Deutsche hatten. Das bedeutete ungefähr anderthalbmal so schnell zu denken. Anmerkung Ende. Ein anderer Aspekt: Wer reich ist, genießt viel Ansehen. Ich kenne einige sehr, sehr reiche Menschen, die eben nicht nach Ansehen streben. Und Sie, lieber Leser, wissen wahrscheinlich um die Brüder Albrecht, die die Kette Aldi gründeten. Beide Brüder waren überhaupt nicht auf Ansehen bedacht. Und wer sie nicht kannte und in der Öffentlichkeit sah, vermutete nie die damals reichsten Menschen Deutschlands. Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die ihren Reichtum selbst erarbeiteten, nicht nach mehr Ansehen streben. Natürlich gibt es auch sehr reiche Menschen, die ihren Reichtum zur Schau stellen, aber haben sich diese Leute das auch wirklich erarbeitet? Wirklich? Von Ausnahmen natürlich abgesehen. Ein spanisches Sprichwort sagt: Dem klappernden Huf fehlt ein Nagel. So oder so, wir kommen nicht drum rum. Wir kommen einfach nicht drum rum. Wir müssen alles tun, damit die Menschen wieder gebildeter werden. Und in dem Sinne, Leute, macht was für die Bildung. Aber macht's gut. Gute Nacht, schlaft schön. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss, tschüss.